Hier war mal wohl ein alter Busbahnhof. Die Leute wurden hier bereits stillgelegt. Fahrradinfo, Fahrausweise. Hier war mal früher ein Busbahnhof. Weil die sind nicht mehr in Betrieb. Das sind auch Aufzüge, die nach oben fahren. Auch nach unten in die Tiefgarage. Hier stehen auch noch die Schilder, die Ampelanlage und so weiter. Ich frage mich, warum die nicht mehr bedient wird. Die liegt doch hier sehr zentral, hier in den Paderborn. Genau, hier mit den Fahrrädern. Paderborn ist wirklich eine schöne Stadt. Und da vorne kommen auch schon zwei Linienbusse. Auf den ersten Blick finde ich das Paderborner Busnetz sehr, sehr schön und sehr gut. Sehr schöne Busse, modern, alle modern und so weiter. Hier sind auch uralte Fachwerkhäuser. Ich frage mich, wie ich hier so in die Stadt komme. Das ist ja Umgehungsstraße. Ja, einfach hier hoch. Da ist immer auch Deichbahn und so weiter. Einfach hier richtig ein bisschen schnell durch ans Rhein, durch die Paderborner City. Denn wir wollen gleich weiter in das Bielefeld fahren. Und dort werden wir zum allerersten Mal mit der nördlichsten U-Bahn in so NRW fahren. Ist die das Bielefelder Netz, ist das größte U-Bahn-Netz, das heißt die U-Bahn-Netz von Nordrhein-Westfalen.